Prinz Markus ist so viel schlimmer, als ihr alle denkt, sagt Just Nero. Die Sache ist die, ich glaube, wir alle denken schon, dass Prinz Markus ziemlich schlimm ist, oder? Ganz kurze Umfrage für mich. Kennt jemand von euch Prinz Markus von Anhalt nicht? Oha, was? Okay, krass, es kennen ihn viele nicht. Okay, kurz zusammengefasst. Prinz Markus von Anhalt ist so ein Dude, der vor über 20 Jahren als Bordellbetreiber sehr viel Geld verdient hat und mit einigen dubiosen Geschäftskonzepten. Da kam er in den Knast und dann hat er sich von dem Geld einen Adelstitel gekauft. Und zwar hat er einem Adligen von Anhalt, hat er, glaube ich, damals 1 Million Euro oder 1 Million Mark bezahlt, damit er ihn adoptiert. Also er hat sich seine eigene Adoption gekauft, damit er für den Flex sagen kann, yo, ich bin Adliger. Und seitdem ist er als Influencer unterwegs und hat verschiedene Geschäftsmodelle, lebt in Dubai seit einigen Jahren und ist so der klischee-reiche Vollidiot, der sagt, ja, ich kacke auf alle anderen, ich brauche euch alle nicht. Genau. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, genau, der Kollege ist es. Und wenn Nero jetzt sagt, der ist noch schlimmer, als wir denken, puh, das ist nicht optimal. Na, mein, das hier hat einen Anzeigesensor, schlägt so ein wenig aus, aber aktuelle Ereignisse rund um Prinz Tomatus von Luftanhalt, seines Zeichens der erste Redhead ohne rote Haare, bieten den perfekten Aufhänger, um sich mal etwas detaillierter mit dieser Person zu befassen. Ah, ich glaube 1,25 ist trotzdem einfach zu unnatürlich. Wir machen normale Geschwindigkeit. Befassen. Dass ich dabei in ein ziemlich tiefes Hasenloch falle. Ja, war schon irgendwie abzusehen. Ich wusste zwar nicht viel von ihm, aber wenn er medial aufgefallen ist, dann habe ich das meistens eher als negativen Auftritt wahrgenommen. Es war übrigens kein Scherz, dass ich hier einen Rechtsstreit witter. Wie mir zu Ohren gekommen ist, soll eine gewisse Persönlichkeit wohl nicht allzu verzückt auf Kritik an ihrem Schaffen reagieren. Und sofern der Sinn gerade danach steht, auch gerne mal die ein oder andere Abmahnung anflattern lassen. Aber wie ich feststellen durfte, Rechtsstreits, die klicken sich echt verdammt gut. Es kann ja auch... Ich gehe in den Knast und das ist passiert. YouTube-Video. Gar überhaupt nicht schief gehen, sich rechtlich mit einem von manchen Magazinen auf einen 3-stelligen Millionenbetrag geschätzten Ranterkopf anzulegen. Aber wir sind hier diesbetreffend ja rein auf Spekulationsebene. Vielleicht wird ja auch Kritik angenommen und umgesetzt. Wer weiß schon. Genau. Ich wollte gerade sagen, träum weiter, Bruder. Anlass dieses Videos ist der aktuelle Vorfall rund um Prinz Markus von Anhalt und seine Schildkröte, was hier in dem Video allerdings einen verhältnismäßig kleinen Anteil haben wird. Er hielt es halt für eine brillante Idee, sein Tier mit einem Fußball zu beschießen, was er als ein neues Spiel mit dem Namen Hit the Turtle ankündigte. Es ist ja allgemein bekannt, was es für eine wunderbare Idee ist, Videos, in denen man, ganz kurz, wie es auf mich wirkt, und ich bin da auch nicht der Einzige, Videos hochzuladen, in denen man könnte Tierquälerei stattfindet, das zu veröffentlichen und da scheinbar auch noch stolz drauf zu sein. Wahrscheinlich stellt sich dies betreffend so eine kleine Diskrepanz zwischen ihm und mir dar. Ist mir wirklich schleierhaft, warum man sowas für eine gute Idee hält. Mir liegt es auf der Zunge hier... Das war eine so unglaublich dumme Aktion. Da könnt ihr andere Videos schauen von anderen YouTubern, die haben da ganz ausführlich drüber gequatscht. Ich glaube, Klenkern hatte ein sehr gutes Video dazu und hatte verschiedene Artikel rausgesucht, die erklären, wie Schildkröten Schmerz empfinden und so weiter, weil Prinz Markus einfach gesagt hat, hä, ja, dann habe ich halt eine Schildkröte mit dem Fußball abgeschossen, na und? Die hat doch einen Panzer. Und von außen an der äußersten Schicht diesen Panzer, da spüren die ja nichts. Und das stimmt, wenn du eine Schildkröte streichelst über den Panzer, das spürt sie nicht. Aber bei einer stärkeren Einwirkung, bei einem größeren Impuls, spürt die Schildkröte von innen sozusagen den Panzer. Also wenn genug Wucht stattfindet, spürt es die Schildkröte und spürt auch Schmerz. Also wenn man mit dem Hammer auf eine Schildkröte hauen würde, würde sie das als Schmerz empfinden, auch wenn sie einen Panzer hat. Und genauso auch mit dem Fußball. Nero hat jetzt den Clip hier zensiert. Wenn ihr euch den Originalclip anschaut, dann seht ihr auch, die Schildkröte kriegt den Fußball volles Rohr ab und zuckt halt voll zusammen und zieht sich zurück im Panzer. Also da kannst du nicht sagen, hä, die hat doch nichts gespürt. Ja, natürlich hat sie was gespürt. Warum zieht sie sich denn sonst zusammen und sucht Schutz? Hä? Wie schaffen es, solche Menschen reich zu werden? Skrupellosigkeit ist das Stichwort. Wenn du mit allen Mitteln sagst, ich bin zu allem bereit, alles zu tun, ohne Moral, ohne Ethik, dann ist es relativ einfach, an viel Geld zu kommen. Weil das, was dich sonst bremsen würde, deine moralischen Vorstellungen, die hast du dann ja nicht. Du hast diese Hemmung nicht, wenn du sagst, ey, ich bin einfach skrupellos, ich mach einfach... Ich scheiß auf alles! Verantwortung, mir egal. Konsequenzen meiner Handlungen, mir egal. Ich baller einfach. Und so kannst du ganz gut an Reichtum kommen. Von einem gewissen Grad Dilettantismus in Bezug auf Medienkompetenz zu besprechen. Aber dieses Thema machen wir hinterher nochmal auf. Lang ist's her, es gibt wieder News aus dem Hause Just Let. Nero, wir haben ein Problem. Warum trinke ich denn in dem Moment mein Holy, wenn du Werbung machen willst für Just Legends? Oh, was machen wir denn jetzt? Oh, wir haben jetzt ein ganz großes Problem, Nero. Freunde, Nero erzählt euch jetzt was über Just Legends. Was erzählt er uns? Legends, der neue Performance Booster, Summer. Ja, das können wir eigentlich direkt ignorieren. Bei Holy gibt es was ganz Neues.
Bei Holy gibt's neue Probierpakete für die Energies. Da sind nämlich auch die neuen Sorten drin. Also da seid ihr up to date. Der Gorilla ist drin, das Kamel ist drin, der Piranha ist drin. Einfach auschecken, Code Matti5. Und, oh, wenn dieses Video online geht, ist es schon da. Oh mein Gott, 14. September, Donnerstag, 16 Uhr. Da gibt's was Neues. Und zwar, es ist ein neues Trinkgefäß. Ein neues Trinkgefäß, das, lass mich das kurz wortwörtlich nachgucken, das 12 Stunden lang kalt hält und 8 Stunden lang warm hält. 700 Milliliter reinpassen. Nein, 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 kein neuer Matti-Shaker. Nein, 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 nein. Das kommt später. Auf den neuen Matti-Shaker könnt ihr euch auch freuen, aber der kommt später. Könnt euch auf die Black Week freuen, Freunde. Im November, Black Week wird komplett eskalieren. Da kommt der neue Steel-Shaker raus. Und zwar mit Thermofunktion, hält 12 Stunden lang kalt, hält 8 Stunden lang warm, passen 700 Milliliter rein. Die sehen richtig schnieke aus. Aber ich glaube, ich in die Kamera halten tue ich sie noch nicht. Sind aber unterwegs zu mir, werde sie bald auch in die Kamera halten können. Ja, was ist das denn für ein Shaker? Das ist doch kein Holy-Shaker. Aber gut, mit Code Nero kriegt ihr 15% bei Just Legends. Das braucht ihr ja alles gar nicht, weil Code Matti5 spart ihr gleich 5 Euro auf die erste Bestellung. Code Matti10, 10% sowieso immer auf alles. So ein Ding ist das. Weiter im Text. Wir fangen Danke. An mit seiner Persona. Wer ist Prinz Markus überhaupt? Prinz Markus, geboren als Sohn eines Juweliers, war schon in seiner Kindheit an eines gewöhnt: Luxus. So wuchs er in einem stattlichen Anwesen auf und lernte nie die harte Realität des finanziell bewussten Alltags kennen, zumindest in seinen jüngeren Jahren, bis sich dies ändern sollte. Sein Vater ging bankrott und das Leben verlagerte sich in eine eher profanere Immobilie. So wie es scheint, hat dieser ökonomische Absturz des Hauses Eberhard, wie er gebürtig hieß, bevor er von jemandem mit Adelstitel adoptiert wurde, laut Gerüchten soll er dafür übrigens einen 7-stelligen Betrag hingelegt haben, genau. Dies dementiert er jedoch, dazu geführt, dass er eine gewisse Macher-Mentalität entwickelte. Sein ganzer gebürtiger Name lautet übrigens Markus Frank Adolf Eberhard Adolf. Warum das ein wenig zynisch ist, das werdet ihr später noch rauskriegen. Ich will euch hier nicht mit seiner ganzen Lebensgeschichte langweilen, das hat schon wissenswert gemacht, Video ist verlinkt. In Kürze, nach dem Fall gab es einen Aufstieg, er gründete eine Großbaufirma, hatte damit massiven Erfolg und fing an, in die Rotlichtbranche einzusteigen. Mittlerweile lebt er als Superreicher in, na, wo könnte er wohl leben? Dubai. Und macht Instagram-Business-Coaching-artige Munde. Aber eins muss man sagen, das Video ist wieder richtig gut editiert. Props auf jeden Fall an Neros Cutter. Richtig cool bearbeitet das Video. Es ist visuell richtig spannend. Also ich will gar nicht weggucken. Ist cool. Jeder Shot sehr schön. Monetarisierte Monologe. Wie viele Striche im Ich bin reich! Bingo willst du eigentlich machen? Ja. In einer Phase seines Lebens, der Rotlichtbaron-Phase, er wurde übrigens wirklich Rotlichtkönig genannt, kam es allerdings zu einigen, nennen wir es besprechenswerten Umständen. Ja, so könnte man es bezeichnen. Übrigens. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's natürlich rein in die Materie, ne? Da ich für dieses Video eine gewisse Gefahr sehe, dass ich abgemahnt werde, wäre es super, wenn ihr das hier liken würdet. Einfach um den Algorithmus so ein bisschen anzupushen. Und das ist tatsächlich ein Mythos, Nero. Likes und Kommentare schreiben ja auch häufig Leute, wenn sie einen supporten wollen. Ich habe nichts zu sagen, aber für den Algorithmus, ich will dich unterstützen. Das ist YouTube relativ egal. Watchtime, Zuschauerbindung und Klickrate, diese drei Faktoren machen 99% aus, ob ein Video viral geht oder nicht. Die Likes und Co., das ist nochmal so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Es ist nicht mal das Sahnehäubchen, es ist die Kirsche obendrauf. Es ist der Tropfen Kondenswasser auf der Kirsche, auf dem Sahnehäubchen, auf dem Kuchen, welcher der Nachtisch zum Hauptgericht ist. So ein Ding. So wichtig ist das gar nicht. Dann verdiene ich ja mehr Geld dadurch. Macht ihr das nicht, dann... Was? Mal was? Übrigens, da ich für dieses Video eine gewisse Gefahr sehe, dass ich abgemahnt werde, wäre es super, wenn ihr das hier liken würdet. Einfach um den Algorithmus so ein bisschen anzupushen und verdiene ich ja mehr Geld dazu. Achso, weil mehr Geld im Umkehrschluss, wenn der Like den Algorithmus pushen würde. Aber das tut ein Like nicht. Das ist 0,01% so gefühlt Einfluss. Macht ihr das nicht, dann bewirft euch Prinz Markus nachts mit Tomaten. Das hat beim letzten Mal super funktioniert. Ihr habt exorbitant viel geliked. Markus von Anhalt steht in Augsburg wieder vor Gericht. Viele wissen über seine gewissen Konflikte mit dem Gesetz gar nicht Bescheid, wo ich mich übrigens anschließen konnte. Aber ich hab euch. Wie im Detail erkläre ich natürlich. Wir sprechen hier über Folgendes: gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung, Zuhälterei, Menschenhandel und Steuerhinterziehung. Um wen geht's jetzt in dem Video? Um Prinz Markus oder um ApoRed? Das würde ich mal als bedenklich beziffern, um euphemistisch zu bleiben. Andere Sache, die ich bedenklich finde, ich suche gerade die ganze Zeit nach Berichten, die etwas detaillierter auf gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung, Zuhälterei und Menschenhandel Bezug nehmen. Und wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das klingt eigentlich eher nach Andrew Tate, oder? Und super viele, gar fast alle Berichte wurden im Nachhinein gelöscht. Es ist etwas schwierig, sich im Detail zu äußern, wenn man so wenig dazu findet. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er laut eigenen Aussagen, laut Wikipedia, 4 Jahre im Gefängnis verbracht hat.
Machthaber. Zu der Haftstrafe wurde er im Sommer 2003 laut dieser Quelle vom Landgericht Karlsruhe verurteilt. Im Jahre 2010 wurde er wegen Trunkenheit im Verkehr zu 3 Monaten Bewährung plus Geldauflage von 200.000 Euro verurteilt. Ich brauche euch nicht im Detail erklären, warum ich mit den eben genannten 4 Delikten große Probleme habe, aber viele realisieren nicht, wie schlimm Trunkenheit am Steuer eigentlich wirklich ist. Jeder weiß, wie selbstüberschätzend, riskant und schlicht schlecht, insbesondere reaktionsverzögert, man mit Alkohol am Steuer fährt. Also auf jeden Fall, beziehungsweise auf gar keinen Fall kann ich das euch in irgendeiner Form empfehlen, das auch nur auszuprobieren. Es gibt ja Toleranzgrenzen, so und so viel Promille darfst du je nach Situation, je nach Alter und auch je nach Land, darfst du so und so viel Promille drin haben. Freunde, sobald ihr einen Schluck Alkohol trinkt, setzt euch einfach nicht hinter das Steuer und gut ist. Man unterschätzt auch gerne mal die Wirkung von einfach 2-3 Bierchen. So 2-3 Bierchen machen dich nicht besoffen und 2-3 Bierchen machen auch nicht irgendwie, dass du das überhaupt spürst im Regelfall. Je nachdem, wie viel Alkohol du trinkst und wie groß du bist, wie viel Masse dein Körper hat und so. Aber sobald ihr einen Schluck Alkohol getrunken habt, setzt euch einfach nicht ins Auto, also nicht ans Steuer. Fertig. Auch wenn es da Toleranzgrenzen gibt, lasst es einfach sein. Wirklich. Also in gewissem Maße nimmt man damit ja in Kauf, dass etwas passieren könnte. Man geht halt super leichtfertig mit potenzieller Gefährdung des Leib und Leben anderer Menschen um, wenn man sowas macht. So change my mind. Ich verstehe es nicht. Vor allem, wenn man so exorbitant reich wie er ist, kann man sich doch auch einfach ein Taxi nehmen. Vor allem, wenn man solche Karren hat wie er, dann sollte man die vielleicht nicht besoffen fahren. Ich weiß nicht, ob er die damals alle schon hatte, aber oh Junge, übel fahrlässig. Übel fahrlässig. 2004. Ja, das dachte er sich dann auch so nach dem Saufen. Da war ihm übel, aber er dachte sich so, er fährt halt lässig, ne? Es tut mir so leid. Ich bin Vater, Freunde. Ich muss das. 14 wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt und zu erneuten 4 Jahren Haft verurteilt, wogegen er allerdings Revision einlegte. Der Haftbefehl wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben und neu zur Entscheidung zum Landgericht Augsburg geschickt. Im September wurde dann erneut Recht gesprochen und er kassierte eine 3-jährige Haftstrafe. Natürlich ließ Prinz Magus, sorry, eigentlich gibt es nur einen echten Magus, das nicht auf sich sitzen. Dieses Mal wurde das Urteil aber vom Bundesgerichtshof bestätigt. 2 Drittel seiner Haftstrafe habe er aber schon in Untersuchungshaft verbracht und es ist bis heute unklar, ob er den Rest nochmal hinter schwedischen Gardinen verbringen muss. Im Zuge dieses Rechtsstreits handelt sich Markus durch ein... Geld verdirbt eben doch den Charakter, sagt Alamandi. Weiß ich nicht. Ich sag mal, klar, Verlockungen sind größer bei mehr Macht und mehr Freiheit, ja. Aber ich glaube, wenn du prinzipiell schon ein Drecksmensch bist, dann sorgt mehr Geld oder mehr Macht nur dafür, dass du das halt mehr auslebst. Aber mehr Geld macht nicht aus jedem Menschen gleich plötzlich einen schlechten Menschen. Würde ich dir in dem Fall nicht recht geben. Eine ziemlich unkluge Entscheidung erneut Konsequenzen ein. Laut Süddeutsche betitelte er den Staatsanwalt als dümmsten Staatsanwalt der Welt. Natürlich ist er halt doof, weil der hat mich verurteilt und das ist falsch, weil... Ich bin reich! Wie wir unseren Spätadoptivprinzen kennen, konnte er sich auch hier nicht mit einem Strafbefehl über 60.000 Euro zufrieden geben und ein weiterer Rechtsstreit steht somit in der Schwebe. Ich denke, wir haben jetzt erstmal genügend über den Clash mit Justitia geschnackt. Wenn sich 2 Männer gegenseitig in Arsch... Jetzt wird es nochmal... Oh nein, oh nein. Oh, und das Kapitel hat einfach den Titel Holocaust-Aussage Drittes Reich, sehr viel Hass auf Präferenzen und mehr. Oh nee, das war erst ein Drittel des Videos, 7 von 21 Minuten. Ich habe für die 7 Minuten jetzt schon 20 Minuten gebraucht, ne? Oh nee, Digga. Oh nee. So richtig unangenehm. Erstens befinde ich mich im Zuge meiner Recherche gerade auf der Seite Promiflash und möchte meiner Tipparbeit damit... Oh, Nero, wir leiden alle mit dir, Diggi. ...Zeichnung Recherche aberkennen. Und zweitens schauen wir uns ein paar der widerlichen Äußerungen von Herrn Luftanhalt an. Jetzt mal ernsthaft, wie soll man es schaffen, seine Rübe derart rot anlaufen zu lassen? Außer mit konsequenten Luftanhalten. Keine Ahnung. Ja, Nero, seine Aussagen sind so selbstzerstörerisch, du brauchst gar nicht noch auf Äußerlichkeiten gehen. Du brauchst sie gar nicht roasten. Der Tomaten-Joke, den haben alle jetzt schon 100-mal gebracht. Kack mal jetzt auf den Tomaten-Joke. Was du jetzt inhaltlich nennst, ist schon zerstörerisch genug. Damit dann roastet er sich schon selbst genug. Er nimmt sich doch selbst schon genug hops. Ahnung, vielleicht bereitet er sich ja auf einen Weltrekordstitel Disziplin Luft anhalten vor. Er betitelt in der Serie Promis unter Palmen, wo bin ich eigentlich gelandet, die sexuelle Orientierung von Katie Bam, Drag Queen, homosexuell, als, Zitat, scheiße und eklig. Hier frage ich mich, ob seine Ansichten an der Stelle nicht so ein wenig scheiße und eklig sind. Jetzt müssen wir alle mal ganz kurz Luft holen, und zwar so tief und lange, dass wir so aussehen wie Markus. Jetzt mal ernsthaft, bleib nicht so lange in der Sonne, das tut weder der Haut noch dem Verstand gut, wenn man zu oft Sonnenstiche bekommt. Eigentlich ist mir es ja zu blöde, überhaupt darüber zu reden. How about, dann halt doch einfach mal deinen Schnabel und behellige jemand anderen mit deinem Gesabbel? Und eigentlich, jetzt mir am Arsch vorbei, was Menschen über mich denken, aber ich habe jetzt gehört, dass ich blockiert bin auf allen deutschen Fernsehsendern.
in allen deutschen Medien, dass man nicht mehr über mich berichten darf, weil ich bei Promis unter Palmen homophob war. Das heißt... Ist schon prinzipiell lustig, ja. Ist schon Comedy-Gold so. Es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr in diesem Deutschland. Oh, dass Menschen das nicht checken, ne? Das... Oh, da muss ich kurz Cringe-Pause machen, ne? Das... Dass Menschen es nicht checken, dass Meinungsfreiheit nicht bedeutet, dass man andere Menschen beleidigen darf, hetzen darf, erniedrigen darf mit seinem Wort, missbrauchen und belästigen darf mit seinem Wort. Das hat doch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist nicht so definiert. Das heißt nicht, wieso, hier geht doch Meinungsfreiheit, also darf ich doch sagen, mal als Beispiel, du bist Jude, ja, dann verdienst du halt den Tod, ne? Darf ich wohl noch sagen, ist halt meine Meinung, ist doch Meinungsfreiheit in Deutschland. Oh, Junge, und dann guckt er mich noch so dumm an, ne? Junge, du bist so ein alter Sack. Wie kannst du das immer noch nicht gecheckt haben? Haha, guck mal, ich habe eins Homophobie gemacht. Da kann man doch mal ganz laut drüber kecken, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er uns damit sagen möchte. Ihm ist das Thema egal und es juckt ihn auch nicht, was man über ihn denkt. Aber ja, warum mahnst du dann andere Leute ab? Zumindest, wenn die Äußerungen und das plötzliche Verschwinden eines Videos von einem anderen Meinungsblogger der Wahrheit entsprechen. Ist dir die allgemeine Meinung über dich etwa nur egal, wenn sie positiv ist? So, ich frag dafür einen Freund, ne? Und Medien werden so manipuliert, dass keiner mehr seine Meinung sagen darf. Vor allem ich nicht. Eieiei. Markus, das hat gerade ein bisschen Wendler-Vibes, ne? Auch so von der Ausstrahlung her. Dieses Argument mit, es gibt doch gar keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Naja doch, man darf halt nicht Meinungsfreiheit mit Freedom of Speech durcheinander schmeißen. Wir haben da gewisse Restriktionen, was Gedankengut in Richtung Leugnen bestimmter Dinge angeht. Man darf schon relativ frei sagen, was man denkt, solange es in Deutschland halt nicht als Volksverhetzung gilt. Dass auf gewisse Aussagen ein Shitstorm folgt, heißt nicht, dass man es nicht sagen darf, sondern dass man einfach damit aneckt und manchmal auch etwas doller. Hast du kontroverses oder gar verwerfliche, ekelhafte Ansichten wie er und posaunst das halt in die Öffentlichkeit, reagiert die Öffentlichkeit auch darauf, ganz nach dem Aktion-Reaktionsprinzip. Man konnte sich... Ja, aber das Ding ist, dass die eigenen Handlungen Konsequenzen hat, setzt ein Mindestmaß an Moral, Integrität und auch Intelligenz voraus. Und bei all diesen drei Dingen ist man, glaube ich, beim Prinz Markus an der falschen Adresse. Ich bin ehrlich. Sicherlich schon einige Situationen jetzt losgelöst von ihm beobachten, in denen Reaktionen überambitioniert oder schlichtweg über das Ziel hinausgeschossen sind. Ja, definitiv. Die Angriffe gegen Alpha Kevin zum Beispiel sind absolut dämlich und nicht zielführend. Aber bei der Art von Äußerungen, die du tätigst, begrüße ich eine gegenverbale Form der Entrüstung. Das hat nichts mit keiner Meinungsfreiheit zu tun, sondern mit dem Recht, seine Meinung über deine Meinung zu verbalisieren. Es sollte doch eigentlich jedem bewusst sein. Das weiß so gut wie jeder, der sich im Internet bewegt. Warum weißt du das nicht? Warum verquälst du das zu, es gibt keine Meinungsfreiheit? In meinen Augen ist es nicht so helle. Leute verstehen das nicht und machen dann dieses Fass auf, weil man sich damit einfach so wunderbar leicht und populistisch machen kann. Markus, hörst du dir selber beim Reden zu? Verstehst du die Sinnhaftigkeit, die Bedeutung dieses Schwalls, dir dein Schwalles verlassen? Oder salbaderst du einfach nur das, was du mal in irgendwelchen Telegram-Gruppen gelesen hast, vor dich hin? Und wenn man was gegen Schwule hat, und ich habe ja gar nichts gegen Schwule, ich finde es nur ekelhaft. Das ist doch so lächerlich, Digga. Ja, eben. Logik, wo ist denn da die Logik? Ich hab da nichts gegen, ich hab halt nur was dagegen. So dumm. Dann darf man das nicht sagen. Man darf nicht mehr sagen, dass man einen Geschmack hat, dass man Fanta mehr mag als Coca-Cola. Junge, was ist das denn für ein Vergleich? Du kannst sagen, dass du Fanta mehr magst als Coca-Cola oder dass dir der neue Apple Alligator von Holy besser schmeckt als beispielsweise der Blueberry Coconut Bär. Was kannst du sagen? Aber du kannst nicht sagen, ich finde, du bist als Mensch, egal wie du vom Charakter bist, wenn du, ohne dass du dir das aussuchst, die und die sexuelle Präferenz hast, dann bist du widerwärtig. Dann bist du ekelerregend. Ich muss mich übergeben bei deiner Präsenz, weil du du bist, weil du das bist, was du bist. Kannst du halt nicht bringen, Bruder. Es gibt einen Fall, in dem man das bringen kann, und zwar kann man das über Menschen wie Prinz Markus sagen. Ich glaube, da ist das legitim. Gerade so noch legitim zu sagen, ich finde dich ekelerregend für das, was du bist. Ich glaube, in dem Fall geht's noch. Hola. Markus. Das kannst du nicht ernst meinen. Vergleichst du gerade die Softgetränkpräferenz mit der Verunglimpfung von sexuellen Präferenzen? Dir ist nicht mal zu helfen in meinen Augen. Wie kann man denn nicht mal von Wand bis Tapete denken? Alter,
Denk mal nach, wer fühlt sich davon ernsthaft verletzt, auch wegen diverser Repressalien, die man aufgrund seiner Orientierung im Leben sowieso zu ertragen hat? Und wer fühlt sich davon verletzt, dass du eine Cola einer Fanta vorziehst? Was hat das für einen Impact und was löst das in den Menschen aus? Stell dir diese Frage bei beiden Punkten und vielleicht macht es dann mal Klick bei dir. Dass man ja, Nero, da setzt du halt, wie gesagt, ein Mindestmaß an Intelligenz voraus, an Moral und an Integrität. Heterosexuelle mehr mag als Homosexuelle, darf man gar nicht mehr sagen. Man wird gezwungen, im System das zu sagen, was man sagen muss. Markus, halt doch ruhig. Ich lese das sonst alles nochmal in einem Brief. Ganz gediegen und sachlich. Markus, pass mal auf. Deine Worte waren nicht, ich mag Heteros mehr, wo ich mich auch übrigens frage, was zum Fick interessiert dich die Orientierung anderer Menschen so sehr? Und wo ist dein Scheißproblem, dass du aufgrund dessen Werteurteile der Sympathie fällst, anstatt den Charakter dieser Person zu bewerten? Deine Worte waren direkt verbal eskalierende, ekelhafte Angriffe auf die Gefühle dieser Person. Wenn nicht beabsichtigt, dann aus enormer Dummheit heraus. Eins von beiden. Da kann man sich halt entscheiden, wählt man die Dummheit oder Boshaftigkeit. Er redet hinterher sogar noch darüber, dass er selbst nicht beleidigt werden möchte. Fair enough. Aber warum tust du es dann bei anderen? Mehrfach übrigens. Kurz darauf faselt er darüber, dass in Dubai alles per Linse überwacht wird und jeder jederzeit weiß, wo man ist und was man gerade macht und wie toll es doch ist, weil da gibt es gar keine Kriminalität. Aber in Deutschland, oh, da ist man ja so unfrei. Ich fühle mich bestärkt in meiner Theorie, dass er einfach drauf losfaselt, ohne drüber nachzudenken. Sonst hätte er eventuell gemerkt, dass sich diese Argumentation in sich so ein wenig beißt. Kleine Warnung, ich blende jetzt, wenn auch... Oh nein, oh, okay. Achtung Leute, anschneiden, warm anziehen. Okay. Stark zensiert seine Äußerungen ein. Das wird aggressivst homophob und selbst für einen Nicht-Betroffenen unangenehm dazuzuhören. All die Fortschritte, die wir als Gesellschaft dem Thema gegenüber gemacht haben, sind an diesem Mann scheinbar völlig vorbeigegangen. Ich muss es so stark zensieren, sonst kann ich dieses Video auch gleich auf irgendeiner externen Seite uploaden. Weil, Alter, werdet ihr gleich hören. Weil wir dürfen nicht mal sagen, dass es ekelhaft ist, wenn sich zwei Männer gegenseitig in Arsch f***en oder den Schwanz aus dem Arsch gedrückten Arsch rausziehen und sich dann noch in den Mund nehmen und den Schokoschwanz lutschen, das dürfen wir gar nicht mehr sagen, dass wir das. Markus, mal eine kurze Frage. Kurz Anatomie des Menschen, kurze Bio-Nachhilfe. Markus, ist dir bewusst, dass Frauen auch Po-Löcher haben? Also, was du da gerade beschreibst, das kannst du auch mit einer Frau machen. Das ist der Inbegriff von Homosexualität. Genauso ist es gedacht. Wenn man sagt, keine Ahnung, beispielsweise, ich bin schwul, da meint man halt genau das, ne? Die Schokolade. Mir fehlen echt die Worte. Ich bin echt sprachlos. Sega. Müssen wir die letzten 5 Sekunden? Ja, müssen wir, damit wir den Kontext haben, okay. Den Schokoschwanz lutschen, das dürfen wir gar nicht mehr sagen, dass wir das ekelhaft finden. Nein, wir müssen es gut finden. Uff, also erstmal zum Ende. Was du in deiner regressiven, rot angelaufenen Rübe vor dich hindenkst, soll er doch alleine mit seinen Gedanken versauern. Aber wenn du das gerade in die Öffentlichkeit posaunt hast und erwartest, von einer Mehrheitsgesellschaft Applaus dafür zu bekommen, dann hast du dich aber Gott sei Dank gewaltig verkalkuliert. Ich wäre entsetzt, wenn es darauf keinen Shitstorm gegeben hätte. Wenn sowas Anklang findet, nee, wirklich nicht. Natürlich gibt es vereinzelt Menschen, die anfangen zu applaudieren. Aber was ich von solchen Personen halte, dürfte euch klar sein. Ich bin einfach nur bis aufs Mark angewidert von dir und deinem Gedankengut. Mir fehlen die Worte. Ich wüsste nicht, was ich noch dazu sagen kann. Es ist durchweg menschenverachtend widerwärtig, was er davon sich gibt. Markus, ist es denn Meinungsfreiheit für dich, wenn ich dir mitteilen würde, dass ich dich verachte, dass ich Abscheu für das habe, für das du stehst? Oder ist das keine Meinungsfreiheit mehr? Ist es nicht meine Meinung, die resultiert auf... Das darfst du nicht sagen. Die Medien zensieren alles, Nero. Also YouTube ist das ja eigentlich auch, ist komisch, dass du das sehr einfach sagen konntest, weil YouTube zensiert ja eigentlich alles, weil die Medien zensieren alles. Deine Meinung? Es geht übrigens noch weiter. Mich triggert diese Selbstgefälligkeit, während er seinen Monolog hält, aber hört selber. Oh, es geht noch weiter. Oh nein, wir haben erst 2/3 des Videos. Boah. Wir müssen es gut finden, wenn ein Mann einem anderen Mann einen den er gerade aus seinem Arsch rausgezogen hat. Junge, aber wie lang und ausgiebig er sich auch mit diesem Thema gerade beschäftigt, so, ne? Er bleibt bei genau diesem einen Punkt hängen. So, das ist so das, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf geht. Findet ihr nicht auch, Homophobie ist eigentlich ziemlich gay, so? Wenn du so die ganze Zeit über Männer nachdenkst als Mann, die sich gegenseitig, ne? Ah, Digga. Den er gerade aus seinem Arsch rausgezogen hat und der nach Scheiße schmeckt.
Und das müssen wir gut finden. Weißt du, was noch nach Scheiße schmecken würde? Meine Ohren, weil ich dir länger als 10 Sekunden bei diesem Pathos dazugehört habe. Was mich noch mehr schockiert, dass er da jetzt auch noch seine Tochter mit reinzieht. Und bitte was? Was tut er? Eine Tochter muss mit sowas gar nicht in Verbindung gebracht werden. Verstehen? Hä? Er redet vom sexuellen Akt homosexueller Männer, in seiner Vorstellung zumindest, und sagt dann, meine Tochter hat damit nichts zu tun. Also, das ist so weird, in so einer Situation einfach seine Kinder reinzuziehen, die halt bei niemandem im Kopf gerade was damit zu tun haben. Ich hasse es, dass es da draußen Perverslinge gibt, die heimlich Fotos machen von anderen Frauen so unterm Rock, die tun so, als würden sich die Schnürsenkel binden, und dann machen sie Fotos von den Frauen unterm Rock. Meine Kinder haben damit nichts zu tun. Hä? Das klingt nur noch weirder und noch sasser, wenn du plötzlich deine... Warte, ich muss doch mal den ganzen Kontext hören. Ist das nahtlos dahinter gesagt? Den er gerade aus seinem Arsch rausgezogen hat und der nach Scheiße schmeckt. Und das müssen wir gut finden. Muss mit sowas... Zieht. Und meine Tochter... Ja, ist nahtlos, das hat er direkt dahinter gesagt. Muss mit sowas gar nicht in Verbindung gebracht werden. Versteht ihr das? Ich bin so verwirrt. Meine Meinung. Und wenn es gut gefällt, dass der nach schmeckt, dann ist auch okay. Habe ich nichts dagegen. Was? Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Ich finde sie nur eklig. Es ist widerlich, weil das bedeutet, dass du die Schokobanane isst. Schokobanane, Schokobanane, Schokobanane. Meine Tochter hat damit nichts zu tun. Aber eigentlich, ja, macht, eigentlich ist voll okay. So, macht einfach. Hä? Ich check gar nichts. Warum findet er es jetzt plötzlich okay? Das ist, was ein Rant, Alter. Dass der nach schmeckt, dann ist... Und jetzt kommt so plötzlich dieser Sinneswandel in seinem Kopf. So, weißt du was? Ich glaub, ich find's eigentlich ganz okay. Okay, hab ich nichts dagegen. Nee, hast du nicht. Deshalb willst du auch unbedingt, dass deine Tochter davon ferngehalten wird. Erziehung ist ja irgendwie immer Elternsache, nebst Menschen, die in Erziehungsberufen arbeiten. Aber wenn ein Mensch durch diese Art der Indoktrination deine Ansichten übernimmt und später, weil das weitergegeben wird, auf viel Gegenwind und Antipathie stößt, kann einem das einfach nur leid. Verklausulierte Version von, scheiße, seine Tochter tut mir wirklich leid. Aber ihr habt doch wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder Spiegel. Und ich bin so froh, dass ich aus diesem scheiß Deutschland weg bin. Ich möchte kurz ein... Junge, du machst einen Rant, hältst eine Rede darüber, in der du heulst, dass in Deutschland nicht mehr über dich berichtet wird, wo dir doch Deutschland so egal ist und du so froh bist, da weg zu sein. Hä? Ja, was denn jetzt? Stört es dich jetzt, dass du da geblockt bist oder nicht? Erst sagst du, oh Mann, meine Meinung wird zensiert. Und dann sagst du, ja, aber eigentlich ist ja gar nicht mein Problem, weil ich wohne ja gar nicht mehr in Deutschland. Hä? Werfen, da bin ich auch froh drüber und wahrscheinlich nicht nur ich, weil ohne dich ist dieses Land ein kleines Stückchen weniger von regressiven Steinzeitmentalitäten befallen. Alle ans System geglaubt, an das System, das euch alle verrät. Wer hat uns verraten? Wie schnell ist das denn jetzt abgedriftet in die Richtung? Warum denn jetzt plötzlich das System? Das, warte, wie hat er es formuliert? Alle ans System geglaubt, an das System, das euch alle verrät. Ich check die Aussage nicht. Ich lebe in einem System. Ich, Matthias Berger, er guckt mich ja gerade an. Ich lebe in einem System, das mich verrät. Warum jetzt genau? Inwieweit wurde ich denn jetzt verraten? Wer hat uns verraten? Sozialdemokrat... was? Ich war nicht ganz bei der Sache. Und weil ein deutscher Fernsehsender mit mir nicht mehr drehen will, ist mir egal, ich will mit euch auch nicht drehen. Aber warum machst du dann so einen Aufstand? Warum machst du denn so einen langen Talk? Wenn es dir doch so egal ist und du gar nicht mit denen drehen willst, worüber beschwerst du dich dann? Dann ist doch Win-Win. Du willst nicht mit denen drehen. Und jetzt wollen sie auch nicht mehr mit dir drehen. Ist doch der hier, oder? Weil ihr sowieso, die meisten der Redakteure sind eh schwul. Hey Hübsche, willst du vielleicht mit mir Nummern austauschen? Nee, sorry, ich habe an dir kein Interesse. Aber bist eh hässlich. Ey Bro, wollen wir Freunde sein? Nein, ich mag dich nicht. Aber bist eh schwul. So Kindergarten. Ey, Markus, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast eine nackte Frau geküsst. Das ist so das mentale Niveau gerade.
Also ich fasse zusammen. Markus nimmt sein Handy in die Hand, weil er verärgert ist. Er sagt, ich bin verärgert. Deutsche Medien wollen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Das verärgert mich. Ich finde Schwule eklig. Eigentlich finde ich es aber okay, macht was ihr wollt. Und mit den deutschen Medien möchte ich eh nicht zusammenarbeiten. Die sind vor allem alle schwul. Ich check einfach keine Logik mehr. Ja? Mit solchen will ich gar nichts zu tun haben. Lutscher passen nicht in mein Schema. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das noch zeige. Ich will das hier der Vollständigkeit halber drin haben, aber es ist mir zu repetitiv, wieder einzuordnen, wie falsch und verachtenswert seine verbalen Eskapaden dort sind. Es gibt einfach Sachen, die ordnen sich von alleine ein. Ihr solltet sowieso unabhängig von mir alle verstanden haben, wo da das Problem liegt. Und das Schlimmste, was er von sich gibt, war ebenso wie in Unicos Video hier nicht enthalten, weil sonst wäre das Video hier, das wäre ruckzuck weg. Was ich euch aber noch zeigen kann, haltet euch fest, es wird nicht mal gewendet, es wird Attila Hildmann. Oh nein. Er geht jetzt nochmal mehr auf die Systemlogik ein, ja? Was er meinte mit, ich glaube an ein System, das mich verraten hat. Was meinte er jetzt damit? Gucken wir mal. Wir waren mal ein mächtiges Land, aber wir haben uns dazu entschieden, weil wir ja einen Zweiten Weltkrieg geführt haben, haben wir uns dazu entschieden, dass wir immer noch Wie kann dieser Satz jetzt bitte zu Ende gehen? Wir waren mal ein mächtiges Land, aber weil wir den Zweiten Weltkrieg geführt haben, Punkt, Punkt, Punkt. Bitte lass diesen Satz gut ausgehen. Bettler und sorry sagen müssen, wenn wir mal ein paar Jude verk***t haben. Ich weiß jetzt mittlerweile. Ich war noch nie bei einer Reaction so schockiert. Das ist nicht witzig, Matti. Kennst du das, wenn dein Gehirn eine Situation so schlimm findet, dass es nicht weiß, wie es anders reagieren soll, als zu lachen? Kennst du das? Kennst du nicht? Also hat dich das gerade nicht schockiert? Was zur Hölle ist gerade passiert? Kann ich den Satz nochmal im gesamten Zusammenhang hören, bitte? Wir waren mal ein mächtiges Land, aber wir haben uns dazu entschieden, weil wir ja einen Zweiten Weltkrieg geführt haben, haben uns dazu entschieden, dass wir immer noch Bettler und sorry sagen müssen. Ja. Wenn wir mal ein paar Jude verk***t haben. Ich weiß halt auch nicht, worauf er damit hinaus wollte. Ich glaube, wir müssen das einmal abtippen. Sind wir auch auf dem richtigen geistigen Niveau angekommen? So, wir waren mal ein starkes Land, aber wir haben uns dazu entschieden, weil wir mal den Zweiten Weltkrieg geführt haben, sorry zu sagen und zu betteln, weil wir mal ein paar Juden vergast haben. Ich verstehe die Aussage nicht. In seiner Logik ist man ein starkes Land, wenn man nicht sorry sagt für seine Untaten. Stärke heißt, ich töte systematisch, genozidmäßig eine ganze Bevölkerungsgruppe und sage dann nicht sorry, dann wäre ich weiterhin ein starkes Land gewesen. Aber zu meinen Fehlern zu stehen, aufrecht zu stehen, gerade zu stehen dafür, das ist schwach, korrekt? Oh Gott, dann grinst der doch so dreckig. Wenn ich gerade stehe für meine Untaten, dann ist das doch ein Zeichen von Stärke und nicht ein Zeichen von Schwäche. Wir sind doch jetzt ein sehr viel stärkeres Land dafür, dass wir sagen, wir stehen zu unserer Vergangenheit, lernen daraus und schwören uns, nie wieder in diese abgrundtiefen Löcher zu fallen, auch wenn es gerade nicht gut aussieht mit den neuesten Wahlergebnissen der AfD. Aber prinzipiell sind wir doch jetzt stärker. Ich bin so verwirrt. Wenn wir mal ein paar Jude verk***t haben. Ich weiß jetzt mittlerweile, wo der Wind bei ihm herrührt und seine Aussagen bezüglich der Meinungsfreiheit kommen. Wenn du sowas unter Freedom of Speech von dir gibst, erwartet dich nichts auf juristischer Ebene. Meinungsfreiheit inkludiert keine volksverhetzenden Aussagen und sich darüber lustig zu machen, dass Juden vergast wurden, nicht mal auf humoristischer Ebene, sondern hätten wir das mal nicht gemacht, weil dann wären wir noch ein mächtiges Land. So, warum ist das das erste Problem, das ihm dazu einfällt? Problem übrigens in seiner Denke, dass Deutschland nicht mal so mächtig ist wie früher, ne? Es ist halt einfach in Deutschland strafbar, was er da gesagt hat. Das ist Volksverhetzung. Was soll ich dazu sagen? Auf moralischer Ebene absolut indiskutabel, deshalb brauche ich das hier auch nicht aufführen. Das sind halt Aussagen, die sich, wie gesagt, völlig von alleine einordnen. Das sind Takes auf den Level von Nikolai Nerling. Was er in Bezug auf Dubai so denkt und von sich gibt, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Er gab laut Tag24 Folgendes zum Besten. Ich kann mir 5 Fahrer holen oder 3 Köche und 20 Maids, also Dienstmädchen, und dann bin ich immer noch billiger dran, als wenn ich in Deutschland 5 Angestellte als Personal habe. Das gab er im Magazin Prominent von Ja, weil es in Deutschland halt Rechte für Arbeitnehmer gibt, ne?
an sich. Es scheint also die sklavenähnlichen Verhältnisse dort zu begrüßen, wie es auf mich wirkt. Habe ich jetzt so daraus interpretiert. Das sind Aussagen, die zur Bau- und Logistikzeit der WM 2022 in Katar übrigens gefallen sind. Pikanter Zeitpunkt dafür. Sowieso ziemlich pikant, sowas von sich zu geben. Er bezeichnet das System dort als das Richtige, denn Arbeitslose und Arme würden dann ja in ihre Heimat verschwinden. Ich habe gerade Markus sinngemäß wiedergegeben, ne? Das kam jetzt nicht von mir. Ich zitiere Markus aber jetzt. Also Leute, die kein Geld haben und auch keins verdienen können, braucht man in Dubai auch nicht. Außer sie kommen aus Pakistan oder Indien und arbeiten dann als Putzfrau für 650 Euro im Monat, dann ist es auch okay. Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Auch ein Zitat von Prinz Markus. Ohne Kontrolle beginnt die Verwahrlosung. Deshalb AfD für 4 bis 8 Jahre, dann schauen wir weiter. Okay. Wirklich, Nero, das droppst du jetzt und gehst einfach, ohne ein weiteres Wort zu sagen, du droppst das und sagst, schauen wir weiter. Digga. Ah, Leute, dieses Video ist ein Fiebertraum. Wir alle haben wahrscheinlich von dem Vorfall mit der Schildkröte mitbekommen. Er kündigt das neue Spiel, Hit the Turtle, an und ballert das Tier mit viel Freude in den Backen mit einem Fußball ab. Ich frage mich an der Stelle, wenn er sowas hier mit Freude im Internet präsentiert. Was so alles passiert, wenn die Kamera gerade nicht läuft. Das ist kein... Ja, das ist genau der traurige Gedanke. Eine Unterstellung, weil ich nicht sage, dass da etwas passiert ist. Das kann ich nicht, weil ich es nicht weiß. Ich frage mich nur, ob da etwas passiert sein könnte, weil es in der Regel nicht normal sein sollte, so etwas ins Internet zu stellen, aber es von ihm anscheinend als Normalität wahrgenommen wird. Deshalb hat er es halt hochgeladen und deshalb keimt auch der Gedanke in mir auf. Es ist nicht das erste Mal, dass bei ihm etwas mit Tieren vorgefallen ist. 2022 hat er eine sehr komische Halloween-Party abgehalten. Bereits da gab es einen Shitstorm für den Umgang mit Pferden. Ich zeige euch jetzt mal einen klitzekleinen Ausschnitt von den völlig verängstigten und panischen Tieren. Die laute Musik, die Art, wie mit den Tieren umgegangen wird, die Enge, man sieht, wie sich die Pferde gegenseitig umrempeln. Ich würde das als Nightmare Fuel für diese Tiere bezeichnen. Was soll der Scheiß? Es ist so unglaublich fahrlässig. Übrigens auch für die Menschen dort. Stellt euch mal mit Feuerwerkskörpern so nah dran vor, ein Pferd dreht durch und trampelt dann irgendjemanden platt. Wie Junico richtig sagte, Pferde sind Fluchttiere und sehr leicht in Panik zu versetzen. Die scheuen sehr schnell. Sowas mit den Tieren abzuziehen, ist wirklich fernab jeglichen artgerechten Umgangs. Das ist in meinen Augen absolut ekelhaft und indiskutabel. Er hat seiner Tochter einen Affen geschenkt, als Haustier. Angeblich ein Kapuzineräffchen, doch anscheinend laut AZ München handelt es sich dabei um einen Pavian, was eine Expertin an der Schnauze erkannt haben will. Die Tiere können bis zu 50 Kilogramm schwer werden. Erneut in meinen Augen nicht artgerecht und extrem schädlich dem Tier gegenüber. Daran, dass der Affe eine Windel trägt, erkennt man übrigens auch, dass er wahrscheinlich nicht stubenrein ist. Frag dich mal, warum? Gehört das Tier vielleicht in die Wildnis oder in Gefangenschaft in einem Privathaushalt? Affenbabys müssen übrigens in der Regel ein Jahr bei der Mutter bleiben. Der schien viel zu klein und viel zu früh von der Mutter getrennt worden zu sein. Man kann da so viel falsch machen. Das kann förmlich gar nicht gut ausgehen. Boah, jetzt wird's noch. Guck mal, Affen sind von der Intelligenz her ziemlich nah an uns dran. Also so ein Affenbaby ist von einem Menschenbaby nicht weit weg, was das Gehirn angeht. Ziemlich gleich auf, würde ich sogar sagen. Stell dir mal vor, jemand klaut dir einfach dein Baby. Dein vielleicht 3, vielleicht 6 Monate altes Baby, um es dann seiner Tochter so als Haustier zu schenken. Oh Junge, Auf mich wirkt es sowieso, als wäre Empathie gegenüber Tieren bei ihm nicht so dolle ausgeprägt. So ein Pavian kann halt auch super gefährlich werden. Erst recht, wenn es ihm schlecht geht und er leidet. Und dafür muss man ihm noch nicht mal direkt Harm zufügen. Die Umstände, wie er gehalten wird, das kann auch schon zu erheblichen Schädigungen bei einem Affen führen. Sei es auch nur auf der psychischen Ebene. Ob man der Tochter damit einen Gefallen getan hat, ich weiß ja nicht. Er soll sich laut ProSieben sogar einen Löwen als Abo gemietet haben. Als Abo. Außerdem auch Tiger und Papageien. Was spezifisch den Tiger betrifft, konnte ich allerdings nicht mehr rausfinden, als dass es dieses Gerücht halt gibt. Alter, ich kann es nicht in Worte fassen, wie unglaublich viel da schief läuft. Ich denke, diese Abhandlung der Vorkommnisse soll wohl auch erstmal genug sein, um sich ein Bild darüber zu machen, was da so alles im Argen sein könnte. Ich hoffe, euch hat das Video nicht zu sehr die Laune verhagelt und wir hören uns beim nächsten Mal. Das hoffst du, Nero, ja? Ich muss dich enttäuschen, Brudi. Junge, oh, das war so ein Fiebertraum, dieses Video. Ich kann nichts weiter dazu sagen. So, Leute, Forzas runtergeladen. Nee, ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, was wir hier gerade erlebt haben. Gott, ich habe dieses Zitat gerade noch offen, ne? Tja. Tja, das war Prinz Markus. Ist schon ein ekliger Typ, aber tatsächlich ist Andreas Kidding, ja, sagen wir nicht, vielleicht viel besser. Auf jeden Fall hat er sich bei Seven vs. White nicht gerade gut angestellt. Klickt einfach mal rein, dann wisst ihr, was ich meine.